Also mein Name ist Michael Stolz, ich bin Forstwirtschaftsmeister bei der Stadt Münster. Also zunächst habe ich Forstwirt gelernt, das mache ich schon seit 25 Jahren und dann vor circa 6 Jahren habe ich meinen Meister gemacht und bin jetzt als Forstwirtschaftsmeister bei der Stadt Münster tätig. Ja, und bin ja zuständig für die Ausbildung und für die Anleitung der Forstwirte, unterstütze den Förster bei so allen Aufgaben, die es hier so gibt. Viele können sich gar nicht vorstellen, was wir so machen hier, weil sie sich einfach viel zu wenig mit dem Beruf beschäftigen. Also wir sind grundsätzlich ein Dienstleister, gerade in so einem großen, verstreuten Gebiet wie in der Stadt Münster. Da sind wir Dienstleister am Kunden und haben am Tag viele, viele Anrufe, dass irgendwelche Bäume über irgendwelchen Gärten hängen und Bäume umgefallen sind und solche Geschichten. Damit haben wir überwiegend zu tun. Also so die Romantik mit Jagd gehört sicherlich auch dazu, also Gewehr um Rücken und so. Ne? Aber grundsätzlich spielt das eine verschwindend kleine Rolle, zumindest in so Stadtrevieren. Ne? Also dass das produziert wird, wo ich hier neben stehe, das Holz produziert wird, das ist grundsätzlich die Hauptaufgabe, ne? Also dass der Wald bewirtschaftet wird. Aber im kommunalen Bereich ist ganz vielfältig. Ne? Ich bin jetzt auch noch Ausbilder und bilde aus. Ne? Das ist sicherlich eigentlich meine Hauptaufgabe. Ne? Aber ich mache auch alles andere. Ich mache Baumkontrolle, sorge für die Sicherheit an den Waldwegen und an den Straßenrändern. Und wie gesagt, ich leite auch die Forstwirte an. Und für mich ist die Aufgabe eigentlich vielfältig. Wir pflanzen viel, hier riesige Flächen hinter uns. Und Naturschutz spielt eine große Rolle. Waldschutz, Waldpflege ist in den Vordergrund gerückt. Also es ist ein riesiges Spektrum. Man muss natürlich Interesse an der Natur haben, man darf keine Angst haben vor körperlicher Arbeit. Und bei mir war es halt so, mein Vater ist Landschaftsgärtner und deswegen war die grüne Schiene grundsätzlich schon vorgegeben. Und es muss ein Traumberuf sein, wenn man Forstwirt wird und werden möchte. Es muss einfach ein Traumberuf sein, sonst macht man das eigentlich nicht.